Hallöchen Leute, heute geht es in ein italienisches Restaurant. Dort verabredete ich mich mit Wolf. Und zwar nennt sich das Restaurant Pane e Focaccia. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Das Restaurant. Kleine Terrasse. Wolf konnte es mal wieder nicht erwarten, sich mit mir zu treffen, schon vor Ort. Grüß dich. Ja, hi, hi. Alles okay? Ja, alles. Du warst gut. Schon öfter hier, ne? Wir sind regelmäßig hier, schon seit ein paar Jahren. Essen ist sehr gut, der Kaffee ist hier sehr gut, das Cappuccino. Das ist dann Americano hier, habe ich schon geordert, ja schon gesehen, und mein Cappuccino. Und wenn du gleich so ein kleines bisschen rumschwenkst, dann siehst du hier, was der Max, der Italiener hier, der Inhaber, alles anbietet. Das meiste davon ist wirklich selbstgemacht hier im Hause oder in seiner eigenen Käsefabrik. Ihr findet dieses Restaurant an der Non Plap Road. Wenn ihr vom Artist Village runterfahrt Richtung Hua Hin, kurz vorm Big C auf der linken Seite, dort wurde es abzweigt zum großen Tempel und zum Dog Shelter. Fast alles ist Importware, zum Beispiel aus Italien, Frankreich, Österreich, da kommt die Marmelade her zum Beispiel. Markenöle. Das Brot wird jeden Morgen frisch gebacken übrigens. Und auch diese Produkte teilweise hier hergestellt. Im Geschäft selber. Für die Gourmets unter euch dürfte das ziemlich interessant sein. Für ein Brötchen reicht die Marmelade. Und sehr viele Käsesorten im Angebot. Wir sind gegen 16.30 Uhr hier und natürlich schon vieles vergriffen. Am Morgen ist die Auswahl wesentlich größer. Diese Sachen sind alle homemade. Diverse Pasta-Sorten. Und Weinliebhaber kommen auch auf ihre Kosten. Natürlich kann im Restaurant auch gegessen werden, sonst wäre es kein Restaurant. Also die Speisekarte ist sehr reichhaltig, kann jetzt nicht alles zeigen, aber... Das hier ist sehr, sehr lecker, Ossobuco, ja. Lamm. Und sie haben auch Lammschenk, auch sehr lecker, selbst gemacht. Mal ein kurzer Schwenk durch die gesamte Lokalität. Auch rustikal eingerichtet, sozusagen. Wieder ganz normale Getränke wie Wasser, Cola, Bier und scheinbar offene Weine. Wir haben uns im Küchenbereich. Auch nochmal Kühlschränke, die früher tun. Und kleine Pizzahappen zum Mitnehmen. Toilettenbereich möchte ich euch nicht vorenthalten. Alles sauber. Und das Allerheiligste, der Küchenbereich. Wir alle fleißig bei der Arbeit.
und die Backstube. Teigmaschinen, Rührmaschinen. Ja Leute, zwischen 16 und 18 Uhr geht es draußen etwas hektisch zu. Ziemlich viel Verkehr. Normalerweise ist es hier wenig ruhiger während des ganzen Tages. Und geschlossen ist das Lokal sonntags. Wolf sagt jetzt ein paar Worte zu Max, dem Besitzer. Er kennt ihn wesentlich länger. Ist auch bekannt mit Karl Otto. Ne? Ja, ja, die beiden kennen sich. Der Max ist jetzt seit 23 Jahren hier. Italiener mit Namen Max hat man auch nicht allzu häufig. Und mit Karl Otto ist er seit 12 Jahren befreundet. Und da haben wir uns jetzt gerade vor 2-3 Tagen wieder getroffen und haben dann auch vereinbart, hier mal kurz zu zeigen, was das Restaurant von Max bietet. Es ist ein bisschen zurückliegend von der Straße. Und wenn man das nicht weiß, was hier schlummert, was für ein kleines Juwel, dann fährt man meistens dran vorbei. Wir haben es auch mehr oder weniger durch Zufall entdeckt, weil wir nebenan ein paar Batterien fürs Auto gekauft haben. Und ich kann also wirklich sagen, das, was hier angeboten wird, ist erstklassig von der Qualität her, hat natürlich auch seinen Preis, diese Qualität. Das muss man ganz ehrlich sagen. Aber uns gefällt es hier, wir kommen immer wieder gerne hierher. Ja, ich habe Max gerade eben nochmal gefragt, wie es denn bei ihm ausschaut in den letzten Monaten. Und er sagte mir, natürlich fehlen ihm die Touristen. Aber sein Geschäft lebt von den Stammkunden, auch von vielen deutschen, Schweizer und österreichischen Stammkunden, die seit Jahren, so wie wir, auch regelmäßig hierher kommen. Ja Leute, normalerweise hätten wir hier gegessen, aber wir pfiffen uns vorher schon was rein. Und falls euch meine Videos gefallen, abonniert bitte meinen Kanal. Bewertet sie positiv, bleibt ihr alle miteinander gesund, haltet die Ohren scharf und lasst es euch gut gehen.